Torkran ein Expertentipp. Wir sind heute mal zu dritt. Die anderen Kollegen haben sich abgeseilt. Der Ralf zu Recht. 0 Punkte letzte Woche bei 4 Spielen. Ralf, du hast einfach ein Handy dafür, wann du nicht hier sein solltest. Und gewonnen hat dagegen der Kollege Götze. Kopftreffer bei Eiterfeld, Künzell. 4 Punkte. Johannes, auch hier. Schönen Gruß. Du genießt das wahrscheinlich jetzt in aller Stille. Und ja, wir dürfen uns 3 Spiele heute mal rauspicken. Und ja, in der Hessenliga ist natürlich klar, das Derby. TSV Lehnertz gegen SV Steinbach. Steffen darf beginnen. Ja, ich meine, die Voraussetzungen könnten ja kaum unterschiedlicher sein. Lehnertz ist die Saison im Prinzip beendet. Ja, es geht ja nur noch um Tabellenplätze. Für Steinbach geht es noch um alles. Und ich glaube, das wird man auch auf dem Platz sehen, dass Steinbach auch mal wieder ein richtig gutes Spiel abliefert, in Lehnertz mit 3-2 gewinnt. Also ich glaube, Lehnertz würde sich auch freuen, wenn sie weiterhin einen kurzen Weg nach Steinbach haben. Hm. Aber herschenken tun sie, glaube ich, trotzdem nicht. Ich glaube, es gibt Tore. 3-3. 3-3. Ja, ich hätte mich jetzt auch auf ein Unentschieden festgelegt. Ich glaube, im Moment mit den ganzen Umständen so nehmen sich die Mannschaften qualitativ gar nicht so viel. Und ja, deswegen glaube ich, gibt es ein Unentschieden. 1-1. Hoffentlich von guter Kulisse. SV Fliegen gegen SV Neuhof. Sonntag 18 Uhr. Nächstes Derby. Verbandsliga. Ja, ist auch so ein bisschen, ja, Fliegen super in Form. Neuhof sehr gut in Form auch. Ja, aber Fliegen ist schon qualitativ einfach stärker und Fliegen wird 3-1 gewinnen. Ja, ohne Frage. Fliegen gewinnt. Mache ich auch 3-1. Gut. War das letzte Woche schon teilweise ein. Ja, muss dazu sagen, der Mike hat hier letzte Woche gewünscht, dass mehr Zuschauer kommen. Ja. Das war Weltklasse und ich denke, also ich saß halt oben auf diesem Podest und denke so, was haben denn die ganzen Leute da mit den Blöcken vor mir? Da war wohl ein Schiedsrichterbeobachter-Lehrgang. Da waren halt von den 300 Leuten ungelogen 70 bis 80 Schiedsrichterbeobachter, ne? Also so kriegt man die Hütte halt auf. Ja. Ne? Aber ja, tat mir ein bisschen leid für den Chiri, weil da hatten 80 Leute und alle, oh, bei jeder Aktion. Und dann noch ein Hubschrauber einsetzen. Ja, ne? Alles aber, dabei, geil. Ja. Hat das ja, geil war es nett, aber. Viel gemacht, aber ja. War sehr lustig, ne? Also ich weiß nicht, ob die Woche vielleicht irgendwie Trainerlehrer irgendwie sowas ist oder so, ne? Also vielleicht kriegen sie noch ein paar Leute. Die Fußballlehrer, die neuen, kommen mal nach Fliegen. Und ja, erleben auf jeden Fall was. Fliegen Neuhof, das Hinspiel war schon sehr attraktiv. 3-3 in letzter Minute. Mike, sein Treffen mit seinem Ex-Verein, da ist er besonders motiviert. Und ja, ich glaube, dass die Mannschaft, ich weiß nicht, im Moment, das ist wie so ein Selbstläufer bei Fliegen. Es ist einfach ein Selbstläufer und die gewinnt 3-0 locker. Und Fabi trifft dann auch mal wieder selber. Fabian Schauplitz, wo ja, nur vorbereitet. Ja, und dann wird's ganz interessant, Kreisoberliga Mitte. Ja. Es wird nochmal spannend, Platz 2. Und jetzt gilt alles bei FT Fulda gegen Eldersek, Weißbach, Schwarzbach. Steffen ist etwas befangen. Etwas. Nachdem er jetzt zuletzt auch die erste Mannschaft aufgestiegen ist. Hat er quasi selber in der Hand, wie der Spiel dann am Ende ausgehen darf, aber ich sag 2-1. Okay. Vor euch geht man aus. Wir spielen da rein. Ich sag 2-1. Ja, also ich wundere mich, dass der Steffen glaubt, dass er ein Gegentor bekommt, weil seitdem der hinten steht, ist es einfach auch ein Fels in der Brandung. Ja? Ich habe das ja selber schon erlebt am Haarplatz in Marbazell, also bringt viel Raffinesse mit, ne? Intelligenter Spieler und deswegen sage ich 1-0 für FT. Also für FT, ja. Ich habe Steffen jetzt gegen die Pilgerzeller Reserve, da hat er in der zweiten gespielt, einen Augenschein nehmen dürfen. Also, ja, die können dich auf dem Zettel haben, einige Trainer, würde ich schon sagen. Also da muss FT einiges machen. Ja. Ich bin kurz beim Steffen. Sitzt schon bei uns oder? Reines Loblied inzwischen, gar kein Tipp mehr, aber auch schön. Gut, ja, was sage ich? Elders hat große Verletzungsprobleme, der Potter. Daniel Schirmer, um auch mal so ein paar Spitznamen hier reinzubringen, ist nicht so gut drauf im Moment. Ich habe auch, der war am Wochenende auf der Maigaudi, hat aber ich kann nicht, aber wir können nicht so harmonisch hier enden. Also von daher, es geht 1-1 aus Steffen. Einmal tritt's halt über den Ball. Ist halt gut, ja, danke. Gut, in diesem Sinne, viel Spaß am Sportplatz und ja, schauen wir mal, wer das Ding holt.